Seid gegrüßt zu einer neuen Folge von Ultima 4. Wir sind unterwegs, um das Silberhorn zu suchen. Und jetzt muss ich kurz mal schauen, wo waren wir denn? Ich glaube, hier waren wir. Ist schon ein bisschen her, dass ich es halt gespielt habe. Ich habe eine kleine Pause eingelegt gehabt. Deswegen muss ich einfach nochmal schauen, wo genau das war und wo wir hin müssen. Sind wir hier schon richtig? Das wäre ja schneller, als ich gedacht habe. Aber erstmal... Ach, da ist noch ein Seehorst. Okay, das gefällt mir jetzt gar nicht. Müssen wir mal schauen. Ich hoffe mal, dass ich das so hinkriege, dass das Seepferdchen flieht. Okay, einer weg. Schwer verwundet, okay. Ja, das sieht aus, wie wenn es fliehen will. Ah, der ist weg. Oder doch nicht? Na, schauen wir doch mal. Ne, anscheinend will er nicht fliehen. Jetzt will er fliehen. Steht ihm fest dran. Mal sehen, ob er es auch macht. Und? Fliehst du jetzt? Nee, sieht nicht so aus. Toll. Seehorst gekillt. Das wollte ich eigentlich nicht machen, aber es hat halt nicht sollen sein. Naja, gut. Wir haben aber anscheinend nichts verloren. Keine Tugend dadurch verloren. Wenn ich jetzt genau wüsste, wo ich bin... Dann könnte ich vielleicht sagen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Okay, der ist auch weg. Na? Okay, der ist abgehauen. Jetzt bin ich echt nicht so sicher. Ja doch, ich glaube, wir sind hier richtig. Das müsste das sein. Aber wo genau war es dann hier? Vielleicht da an Land? Eine schwierige, schwierige Frage. Na? Der ist hartnäckig. Okay.
Suchen. Ey! Na toll. Der hat unser Boot versenkt und das kommt man hier nicht. Doch, da kommen wir nochmal weg. Nochmal Glück gehabt. Beinahe wären wir hier nicht mehr weggekommen. Das ist nicht gut. Okay, wir haben wieder ein Schiff. Die Frage ist nur, wo genau soll das jetzt sein? Dieser Ort, den ich jetzt hatte hier, ich glaube, das ist sogar... Kann es sein, dass es sogar vielleicht... hier ist? Nichts hier. Ah. Ich hätte schwören können, dass es vielleicht da gewesen sein soll. Oder was hier? Hier ist auch nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Da haben wir's. Ein Silberhorn haben wir gefunden. Juhu. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Jetzt speichern wir mal. Das heißt, das Silberhorn haben wir jetzt auch. Und damit dürften wir bis auf Mordains Schädel alles gefunden haben. Gut. Dann wollen wir mal... Können wir das... So, jetzt sieht es doch schon besser aus. Jetzt wollen wir mal wieder zurückfahren. Ah, das wollte ich doch gar nicht. Mist. Okay, jetzt müssen wir irgendwie die hier besiegen, ohne dass sie sterben. Das kann schwierig werden. Vor allem, es sind auch gleich noch so viele. Es heißt bisher noch nicht, dass wir irgendeine Tugend verloren hätten. Oder sehen die doch als, dass das hier falsch drin stand, dass die als Evil Creatures zählen. Okay. Anscheinend sehen die nicht als Evil Creature. Auch wenn es eigentlich drin gestanden ist. Deswegen mag ich die Seereise nicht. Bei den Viechern bin ich mir nämlich nicht sicher. Einerseits hieß es nämlich so, andererseits hieß es anders. Andererseits haben wir anscheinend keinen Verlust gehabt, oder? Wir haben so viele Punkte noch übrig.
dass es nicht dazu zählt. Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich gesagt. So. Nee, ich glaube, hier muss man nicht rein. Oder? Nee, nee, hier muss man nicht rein. Oder besser gesagt, wir könnten da reinfahren, aber das bringt uns nicht wirklich was. Oh, schon wieder ein Kampf. Diese Seefahrten, die mag ich jetzt überhaupt nicht in dem Spiel, das muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich, glaube ich, auch schon öfters mal erwähnt gehabt. Und wenn es geht, würde ich diese Seefahrten vermeiden. Aber das ist ein bisschen problematisch. Okay, der ist weg, das ist gut. Warum gehe ich jetzt da weg? Ach, Mist. Gut, den Hammer. Der ist weg, sehr gut. Der ist abgehauen. Und haust du es auch ab? Das wäre mir recht. Nein, aber... Okay, er ist abgehauen. Sehr gut. Ja, das Dumme ist an diesen Seekämpfen, man hat so wenig Platz, man kann sich ja nur auf diesem Schiff bewegen. Und außerdem gibt es kein Geld, glaube ich. Auf jeden Fall gab es keine Schatzkisten. Okay, der ist auch weg, sehr gut. Bleibt noch der eine hier übrig. Der ist auch weg. Wenn man jetzt hat, auf... Ja... Kriegen wir nichts. So, da hoch mussten wir, glaube ich, konnte es auch nicht gehen. Ich glaube, wir mussten weiter nach Süden. Ah, bevor die uns komplett kaputt schießen, machen wir halt lieber diesen Kampf. Was soll's? Der ist auch schon weg, sehr schön. Der ist weg, bleibt nur noch einer übrig. Okay. Ich glaube, die müssen wir auch noch machen. Wenn wir auf dem Schiff sterben, ist das nämlich sehr, sehr ungesund. Dann stirbt man nämlich. Ja, okay. Sterben allgemein ist ungesund, glaube ich. Ich meine, man kann ja in diesem Spiel sterben und kann trotzdem weiterspielen, aber man verliert halt alles Gold und alle Vorräte, die man bisher hat. Und das ist dann doch schon etwas... ärgerlich. Gut. Diese Dinger werden mal... Ich glaube, ich wechsle auch gleich das Schiff mal. Das ist mir schon zu angeschlagen. Ah, bin ich froh, wenn wir aus diesem Schiff wieder wegkommen. Ganz ehrlich gesagt. Aber gut, das kriegen wir noch hin. Im Moment braucht man noch das Schiff. Ich will jetzt zurück nach Pors fahren. Damit wir ein paar neue Reagenzien kaufen können, weil da fehlt uns noch die Tugenden.
beziehungsweise ein paar der Tugenden, die uns noch fehlen oder wo wir noch weiter steigern müssen, sind dafür da, um die steigert man, indem man die Reagenzienkäufer nicht betrügt. Und deswegen sollten wir vielleicht einfach mal dahin fahren, um uns ein paar Reagenzien zu kaufen. Hoppala. Okay, der ist weg. Der leider noch nicht. Aber der ist weg. Halt, ich wollte das Schiff wechseln. Raus und hier rein. Und das Wheel benutzen. So. Und gleich das nächste Kampf. Ach ja. Wie gesagt, bei den anderen Dings hätte ich jetzt gar nichts dagegen, weil wir da auch noch ein bisschen Geld verdienen und es kann nie verkehrt sein. Aber hier kriegen wir ja noch nicht mal Geld, hier kriegen wir nur XP. Und das ist es, was mich ein bisschen nervt hier. Okay, den haben wir auch. Sehr gut. Dann wollen wir hier rüberfahren. Ich hoffe, ich bin noch richtig. Mussten wir jetzt hier hoch? Okay, nächster Kampf. Das Problem ist, im Pause wird es dann gerade so weitergehen. Weil danach sollten wir erstmal nach Barkanias Den noch fahren. Da brauchen wir auch wieder ein Schiff. Man ist doch sehr, sehr häufig auf dem Schiff unterwegs, habe ich den Eindruck. Ich meine, teilweise, nee, nach Barkanias Den geht auch keine Dings. Da geht auch kein Moongate, mit dem wir reisen könnten. Okay, der ist weg. Ach, da unten ist noch einer. Den habe ich jetzt ganz übersehen. Ich dachte, es wäre nur noch einer gewesen. Okay, jetzt ist es nur noch das eine. Auf Lieder. Wenn er flieht, soll es mir recht sein. Nee, sieht aber nicht so aus, als ob er fliehen will. Na gut, dann halt so. Nach Norden können wir wieder ziemlich... Ah. Oh, und auch gleich noch so viele. Ja. Man merkt es mir, glaube ich, an, dass mir diese Seefahrten einfach nicht liegen und ich sie gern hinter mir bringen würde. Vor allem kann man sich hier auf diesen Schiffen so schlecht bewegen. Gut, wenigstens zwei sind weg.
Und noch einer weg. Halt, warum schieße ich da jetzt gerade nicht? Bin ich denn blöd? So, den Hammer. Dann wollen wir mal dieses Schiff hier übernehmen. Der ist weg. Der noch nicht ganz. Aber der hat jetzt keine wirkliche große Wahl mehr. So. Was ist das? Das ist ja mal ziemlich krass. Wir haben hier auf jeden Fall sehr, sehr viele verschiedene Schiffe. Na, Strudel nicht gut. Ich glaube, hier müssten wir nach Pors kommen. Ja, da ist es ja auch schon. So, aber hier würde ich erstmal Schluss machen und in der nächsten Folge machen wir weiter. Dann versuchen wir mal, dass wir ein paar Sachen kaufen. Nach Bacanias Den mal noch gehen, dann noch mal Sachen kaufen. Nach Magensia gehen, nicht nach Magensia, nach Moonglow gehen, da ein paar Sachen kaufen. Und anschließend zu einem Schrein. Und dann geht's zurück nach nach Castle British. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Das ist auf jeden Fall der Plan, den ich jetzt mal habe. Ich sag mal, danke fürs Anschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut und tschüss!